Donnerstagmittag in Berlin. Bundesfinanzminister Schäuble hatte zu einer Pressekonferenz anlässlich der Veröffentlichung der Steuerschätzung geladen. Als er feststellen musste, dass sein Sprecher versäumt hatte, die Pressemitteilung samt der aktuellen Zahlen den Medienvertretern auszuhändigen, geschah Folgendes. Ich grüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz mit dem Bundesfinanzminister. Wir haben eben unsere Pressemitteilung auch verteilt dazu. Ist noch nicht verteilt. Sie läuft im Moment dann seit einigen Minuten über die Dinger. Wir verteilen es. Dann verteilen wir sie. Dann haben Sie nämlich die Zahlen, ich brauche sie nicht vorlesen, Sie können sie mitlesen. Das hatte ich gerade vor 20 Minuten noch gesagt, es wäre schön, wenn die Zahlen verteilt werden. Meine Kollegen kümmern sich ja schon. So lange verlasse ich jetzt nochmal diese Pressekonferenz, bis Sie, wenn Sie die Zahlen verteilt haben, sagen Sie mir bitte. Ich hatte Ihnen eine Wette angeboten, die werden Sie nicht verteilen. Gut, ich kümmere mich, wir sehen uns gleich. Kurze Zeit später kam Schäuble zurück und die Pressekonferenz konnte endlich losgehen.